Herzlich willkommen hier im Josefshaus. Mein Name ist Sina Norbeteit. Mein Name ist Tim Ganser und Sina und ich sind Teil der Radio Duisburg Jugendredaktion. Das ist ein Projekt der Volkshochschule Duisburg und wir treffen uns jeden Freitag, um Beiträge für unsere Sendung oder unseren Podcast vorzubereiten. Heute sind wir zu Gast beim BDKJ Duisburg. Für alle, die den BDKJ noch nicht kennen, der BDKJ ist der Dachverband der deutschen katholischen Jugendverbände. Seine Aufgaben bestehen hauptsächlich aus Jugendarbeit. Vor allem werden Ferienfreizeiten oder Gruppenstunden organisiert. Teile des BDKJ sind zum Beispiel die Malteserjugend oder die Pfadfinder. Und natürlich ganz herzlich willkommen an Sie, Herr Link. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Schönen guten Abend. Vor ungefähr 2 Wochen waren ja hier in ganz NRW die Kommunalwahlen. Und im Zuge dessen hat der BDKJ die Aktion Stimmgewaltig in den Wochen vor der Wahl hier in Duisburg durchgeführt. Bei dieser Aktion konnten die Jugendlichen aus Duisburg ihre Forderungen an die Politik und den neuen Stadtrat auf eine reale und eine digitale Meinungswand schreiben. Insgesamt gab es über 2500 Meinungen, die abgegeben worden sind und auch ausgewertet worden sind. Zusätzlich hat der BDKJ noch Gespräche mit Jugendlichen in Jugendverbänden geführt und auch Lagerfeuerabende mit Politikern veranstaltet. Und wir werden Sie jetzt, Herr Link, mit den Forderungen der Jugendlichen konfrontieren. Herr Link, besonders viele Jugendliche fühlen sich von der Politik nicht mehr abgeholt und fordern mehr Mitspracherecht. Wie wollen Sie denn die Jugendlichen in Duisburg in Zukunft mehr mit in ihre Politik einbinden? Also zunächst mal muss ich sagen, ist die Aktion vom BDKJ eine wichtige und eine richtig tolle, weil hier aktiv Meinungen abgeholt worden sind. Das ist nicht nur in Zeiten des Wahlkampfs wichtig, sondern auch dazwischen. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass wir uns jetzt als Politiker nach der Wahl mit den Reaktionen der Jugendlichen beschäftigen und das auch immer wieder nach oben spülen im politischen Alltagsgeschäft. Was ist damals gefordert worden? Was ist bislang umgesetzt worden? Und woran müssen wir noch arbeiten? Aufgabe der Jugendverbände, aber auch der Jugendorganisationen von Parteien zum Beispiel, muss es sein, das immer wieder auch auf die politische Agenda, auf die Tagesordnung zu bringen. Und Aufgabe der Gremien ist es, das als Forderung ernst zu nehmen und abzuarbeiten. Und dann gelingt es, glaube ich, auch Jugendliche für Politik, für die Kommunalpolitik im Besonderen zu interessieren. Denn hier sieht man relativ schnell von der Forderung das Ergebnis oder eben auch nicht und kann sich entsprechend verhalten. Und ehrlich gesagt, ich finde, gerade in der Zeit, wo viele Jugendliche sich politisieren, auf einmal sich Gedanken machen, wie kann ich was verändern, ist das auch eine Riesenchance für Parteien und für den Rat der Stadt Duisburg. Ja, ein Punkt, den die Jugendlichen auch angesprochen haben, ist, dass sie sich vor allem ernst genommen fühlen wollen und dass die Politik sich auch für ihre Interessen einsetzt und interessiert. Und die meisten Stimmen waren dafür, für mehr Freizeitmöglichkeiten, dass die besser ausgebaut werden, sag ich mal, und dass es vor allem mehr davon gibt. Es geht den Jugendlichen da vor allen Dingen um mehr öffentliche Sportplätze. Wird es denn in Zukunft in Duisburg mehr öffentliche Plätze zum Fußball, Volleyball oder Basketballspielen geben? Also zum einen will ich mal grundsätzlich sagen, ich finde das wichtig, dass Jugendliche sich überhaupt mal mit ihrer Stadt, mit Kommunalpolitik auseinandersetzen. Und das liegt natürlich nahe, dass sie das mit den Sachen tun, die sie im Alltag beschäftigen. Freizeitangebote, vor allen Dingen Sport, Kulturangebote, Schule, das finde ich wichtig. Aber sie müssen auch aus meiner Sicht den nächsten Schritt machen. Sie müssen sich organisieren in Parteien oder in eigenen Gruppierungen, Jugendverbänden vom BDKJ, über den wir jetzt hier schon mehrfach gesprochen haben, angefangen. Da gibt es eine Vielzahl von, um ihrer Stimme auch nachdrücklich Gewicht zu verleihen. Einfach nur irgendwas einzufordern und dann zu hoffen, dass das passiert, das wird nicht reichen. Wir haben in Duisburg ein umfangreiches Sportangebot. Wir sind eine Sportstadt. Wir haben viel für Vereine. Wir haben auch viel öffentliche Freizeitflächen. Die erstmal in Schuss zu halten, ist die eine Aufgabe in einer chronisch finanziell schwachen Stadt. Aber im nächsten Schritt die auszubauen, das wird eine spannende Frage für die Kommunalpolitik sein. Denn Forderungen dieser Art gibt es viele, auch zu Recht. Aber sie mit Finanzen zu hinterlegen und dann auch umzusetzen, das ist die Kunst und die Aufgabe der Stunde. Also der Weg zu mehr Sportplätzen, sich in Jugendorganisationen zu
engagieren und Jugendarbeit zu betreiben. Da sollte man Ihrer Meinung nach anfangen, um zum Beispiel so ein Ziel wie mehr Sportplätze zu erreichen. Dazu ist das Engagement also ganz besonders wichtig und der erste Schritt. Das ist ein Prinzip, was auf Gegenseitigkeit beruht. Einerseits eine Forderung zu haben und sie zu artikulieren und sie einzufordern, aber auf der anderen Seite sich da auch einzubringen und mitzumachen. Das geht nur miteinander und ich kann da mein eigenes Beispiel nehmen. Als ich als Jugendlicher in die Politik gegangen bin, bin ich deswegen unter anderem in die Politik gegangen, weil ich einen Basketballplatz haben wollte. Das passt also ganz gut zu den Forderungen, einen Streetball-Korb mitten in Walsum. Und das hat mir keiner einfach mal so geschenkt, sondern ich musste da wirklich Klinken putzen und musste mich mit Ratsvertretern, mit dem Jugendamt auseinandersetzen. Ich musste gucken, wo kann das möglicherweise hin, und am Ende haben wir gemeinsam einen Platz gefunden, aber nicht, weil ich so eine Forderung erhoben habe, sondern weil ich wirklich versucht habe, diese Forderung auch umzusetzen. Und das ist mein guter Tipp an viele Jugendliche, die sagen, ich hätte gerne, diese Forderung zu artikulieren, ist der erste Schritt, aber eben auch bei der Umsetzung dran zu bleiben, das ist der zweite Schritt, und das geht eben über etablierte Strukturen. Oder man muss sich neue Strukturen schaffen, dann aber eben auch versuchen, mit diesen Strukturen Kontakt zu den Ratsparteien, zu den Fraktionen, zu den Jugendverbänden, zu den Ausschüssen hinzukriegen. Denn die beschließen das am Ende und geben das Geld. Wir haben ja gerade schon über Jugendarbeit gesprochen. Um gute Jugendarbeit zu machen, braucht man oft ehrenamtliche Helfer, ehrenamtliche Personen, die das ehrenamtlich machen. Viele Jugendliche in Duisburg haben allerdings das Gefühl, dass hier das Ehrenamt in Duisburg nicht genug gewürdigt wird. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass es in Zukunft zum Beispiel mehr Vergünstigungen für Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen in Duisburg gibt? Und wie könnte man das Ehrenamt in Duisburg sonst noch fördern? Das ist so ein Punkt, der ist mir als Aussage zunächst mal ein Stück weit zu pauschal. Also wenn man ernst genommen werden möchte, dann ist das aus meiner Sicht auch wichtig, dass man sich miteinander in einem kritischen Dialog befindet und darüber auch mal auf Augenhöhe redet. Was heißt das eigentlich konkret? Ehrenamt muss gefördert werden. Wie soll das gefördert werden? Das würde mich mal interessieren von den Jugendlichen, die die Forderung erhoben haben. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge auf den Weg gebracht, um ehrenamtliche Strukturen in Duisburg zu erhalten und zu stärken. Ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr geht. Aber das würde ich dann wirklich gerne mit den Jugendlichen mal konkret besprechen oder als Vertreter der Stadt zum Beispiel dem Jugendhilfeausschuss oder den entsprechenden Ratsparteien, Ratsfraktionen empfehlen. Ladet euch diese Jugendlichen ein oder die Vertreter der Jugendlichen, die Verbände, und redet mit denen darüber, was das konkret heißt, was sie konkret wollen. Und dann kann man gucken, ob man das zusätzlich umsetzen muss oder ob das in Duisburg vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wie wir es im Moment haben. Und ich bin der Meinung, wir brauchen uns da nicht verstecken. Nochmal, in den letzten Jahren ist da durchaus einiges passiert. Also konkrete Forderungen oder Vorschläge waren zum Beispiel Vergünstigungen zum Beispiel für das Stadttheater, aber auch beispielsweise Vergünstigungen für Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder für sonstige kulturelle Einrichtungen vor allen Dingen. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir Vergünstigungen für Kultureinrichtungen der Stadt Duisburg bereits haben, dass wir das ausbauen können, überhaupt keine Frage. Aber da muss man dann wirklich ganz konkret fragen, worum geht es euch? Dann habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, wenn die Forderung konkret wird, wenn sie quantifizierbar ist, dann ist sie auch umsetzbar. Also das wäre ein Angebot, was ich machen kann. Ich würde mich gerne mit den Jugendlichen auseinandersetzen, was ist die konkrete Forderung, dann gucken wir, was hängt da dran, und dann überlegen, wie kriegen wir es finanziert umgesetzt. Was den ÖPNV, also Bus und Bahn angeht, kann ich die Forderung sehr gut verstehen. Ich glaube, da muss in Duisburg deutlich mehr passieren als bislang. Der ÖPNV, das Angebot an Bus und Bahn ist nicht gut, aber da sind wir nicht alleine Herrscher im Haus sozusagen. Da müssen wir uns mit beispielsweise dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auseinandersetzen, der die Preispolitik festlegt. Da haben wir nur einen sehr begrenzten Einfluss, aber auch hier gilt, wenn man diese Forderung hat, dann muss man auch versuchen, dran zu bleiben und die entsprechenden, zum Beispiel Vertreter im Rat der Stadt oder die Vertreter in den entsprechenden Gremien beim VRR dazu bringen, diese Forderung zu unterstützen. Wo Sie jetzt gerade schon mal den ÖPNV angesprochen haben, das war auch ein sehr großer Punkt, den den Jugendlichen interessiert hat, beziehungsweise wo Sie Forderungen für Verbesserungsvorschläge beispielsweise haben. Ich zitiere jetzt mal, der ÖPNV in Duisburg sei schlecht und zu teuer.
Wie stellen Sie sich denn dann die Zukunft des ÖPNV hier in Duisburg vor, wenn zum Beispiel Jugendliche jetzt sagen, es ist schlecht und teuer? Innerhalb von Duisburg funktioniert das ja schon ganz gut, aber zum Beispiel die Verbindung in andere Städte des Ruhrgebiets sei laut den Jugendlichen oder fordern die Jugendlichen, ist noch nicht gut genug. Es braucht schnellere und bessere Verbindungen innerhalb auch des Ruhrgebiets. Ja, die Jugendlichen haben recht. Der ÖPNV in Duisburg im Ruhrgebiet ist zu teuer für die Nutzer. Übrigens auch für die Kommunen, da geht nämlich eine ganze Menge Geld rein. Und auf der anderen Seite ist das Angebot nicht entsprechend. Nicht nur für junge Leute, sondern auch für ältere Leute, für berufstätige Leute. Das ist unbefriedigend. Und dabei leisten die Beschäftigten, das will ich nochmal deutlich sagen, da durchaus einen guten Job. Es ist nur halt so, dass für eine deutlich bessere Qualität im ÖPNV auch deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen muss. Geld, was Städte wie Duisburg in den letzten Jahren nicht hatten. Und das gilt ja nicht nur in Duisburg, wie wir gerade festgestellt haben, sondern im ganzen Ruhrgebiet. Meine konkrete Vision ist, dass wir erstens innerhalb von Duisburg einen deutlich besseren Mobilitätsmix hinbekommen. Vom Fußgänger über den Fahrradfahrer bis zu den Nutzern von Bus und Bahn, aber auch den Autofahrern, muss die Mobilität in Duisburg besser werden. Das heißt, wir brauchen bessere Straßen, bessere Fahrradwege, bessere Vernetzung von Fahrradwegen. Die Vernetzung oder die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsträgern, die ich auf dem Weg von meiner Haustür bis zu meinem Ziel nutze, das muss besser werden. Die Funktionalität, sprich die App, die Bedienerfreundlichkeit, die wir erreichen wollen, das muss besser werden. Und daran arbeiten wir schon. Das ist unsere Hausaufgabe und ein nicht ganz unwesentlicher Teil davon ist, wir brauchen dafür erheblich mehr Geld. Da reden wir über einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr nur für die Stadt Duisburg. Aber daran arbeiten wir sehr intensiv und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt auch umsetzen. Kurzer Satz zum Ruhrgebiet. Wenn das alle Städte im Ruhrgebiet tun und dann noch ein kleines Schüppchen oben drauf legen, damit man von Duisburg nach Essen, nach Mülheim, nach Oberhausen, bis nach Dortmund relativ schnell kommen kann, um dann da wieder vor Ort schnell weiterzukommen, dann ist uns sehr geholfen. Das gilt übrigens nicht nur für Bus und Bahn, sondern zum Beispiel auch für den Radverkehr. Zwischen den Ruhrgebietsstädten gibt es ja den Radschnellweg 1. Den auszubauen, den schnell fertigzustellen, das ist eine deutliche Entlastung für junge Leute, aber auch für Ältere mit dem E-Bike. Das ist ja auch gerade, also das Thema Fridays for Future und Umweltschutz ist unter den Jugendlichen immer noch aktuell. Gibt es weitere Pläne, Duisburg in Zukunft umweltfreundlicher und grüner zu machen? Gibt es da konkrete Pläne? Das ist auch eine sehr große Forderung von den Jugendlichen. Ja, auch hier ist mir wichtig, dass nicht nur Pläne eingefordert werden und im Grunde so allgemein gesagt wird, wir brauchen mal mehr für Klimaschutz oder so, sondern ich möchte es gerne ganz konkret haben. Ich möchte schon gerne mit den Jugendlichen darüber reden, was heißt das für euch? Beispiel Fahrradwege, also zu sagen, wir brauchen mehr Fahrradwege in Duisburg, das ist mir zu wenig. Ich hätte ganz gerne gewusst, wo sollen die sein, wie sollen die miteinander vernetzt werden, um dann schauen zu können, wie kann ich das finanzieren? Gibt es irgendwelche Fördermittel zum Beispiel für Fahrradwege, wie ich sie mir vorstelle, entlang der A40, entlang der A59 und kann ich dann kreuzend sozusagen Ost-West-Fahrradwege dazu nutzen, dass Duisburg eine fahrradfreundlichere Stadt wird? Und in welcher Qualität müssen diese Fahrradwege sein? Und da ist mir die Meinung von jungen Leuten wichtig, weil die in der Regel sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs sind. Ich sage es nochmal, aber eben nicht nur junge Leute, sondern zum Beispiel auch ältere Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Also auch das normale Pendlerverhalten kann man darüber ein Stück weit besser in den Griff kriegen. Und aber auch Leute, die mit dem E-Bike einfach just for fun durchs Ruhrgebiet fahren, ob der Ruhrtalradweg oder der Radschnellweg 1, da ist aus meiner Sicht noch erheblich Luft nach oben. Und deswegen wäre es mir wirklich wichtig, dass wir miteinander konkret reden, wie sieht die Forderung aus und dann gemeinsam an der Umsetzung arbeiten. Ich kann mir sowas übrigens auch bei grünen Inseln, bei Wildblumenwiesen vorstellen. Zu fordern, dass wir die brauchen, ist das eine. Aber dann mal zu schauen, wie können wir sie umsetzen? Wie können wir sie miteinander vernetzen? Wie können wir sie auch zum Beispiel für Insekten erlebbar machen einerseits, aber eben auch für die Menschen attraktiv gestalten? Das ist eine Aufgabe, die haben wir in den nächsten 5 Jahren vor. Ich bin mir sicher, da wird es im Rat eine deutliche Mehrheit dafür geben, weil das wichtig ist für so ein Stadtklima, für Versickerung von Regenwasser, gerade bei Starkregen ist das ein wichtiges Thema, aber auch für das lokale Wohlbefinden. Wenn ich auf die Königstraße gehe, da ist mit Sicherheit noch Platz für die ein oder andere kleine
grüne Insel. Und das schön zu denken, einerseits ästhetisch schön zu denken, auf der anderen Seite aber auch biologisch wertvoll, da reicht es mir nicht, das einfach nur pauschal zu fordern. Da müssen wir schon auf die konkrete Ebene gehen. Ja, um auch so konkrete Ideen vor allem erarbeiten zu können, braucht es auch vor allen Dingen ja Bildung. Und Duisburgs Schulen sind jetzt ja, wie bekannt ist, nicht die besten, also was die Ausstattung jetzt angeht. Und sie sind größtenteils auch marode. Und vor allem, was den digitalen Bereich angeht, sind grundsätzlich die Schulen ja nicht auf dem neuesten Stand. Und wenn dann etwas saniert werden soll, vor allen Dingen im digitalen Bereich, dann braucht das sehr lange und dann gibt es Probleme beim Bau. Warum funktioniert das in Duisburg denn so schlecht, Herr Link? Also erstmal würde ich sagen, es funktioniert in Duisburg nicht so schlecht, sondern es funktioniert in Deutschland so schlecht. Und zwar liegt es daran, dass das Vergaberecht in Deutschland so ist, wie es ist, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland so ist, wie er ist und dass die Wirtschaft im Moment so ist, wie sie ist. Was heißt das konkret? Wenn ich als Stadt Duisburg jahrzehntelang kein Geld habe, um in Schulen investieren zu können, dann sehen die Schulen so aus, wie sie aussehen. Von der Ausstattung bis hin zum Dach, bis hin zu den Toiletten. Wenn jetzt auf einmal eine Menge Geld da ist und die Bundesregierung und die Landesregierung zum Beispiel der Stadt Duisburg eine Menge Geld geben, was sie getan haben, und das allen anderen Städten eben auch geben, dann kommt auf einmal, nachdem jahrzehntelang nichts passiert ist, eine Riesensumme Geld auf den Markt und die Firmen, die es da gibt, die wenigen Firmen, die es da gibt, können die Aufträge nicht mehr alle abarbeiten oder sonst nur zu horrenden Preisen oder aber mit einem enormen zeitlichen Verzug. Und genau dieses Problem haben wir gerade. Wir haben eine Menge Geld, wir haben aber leider nicht genügend Personal, um das bei uns abzuarbeiten. Wir finden kaum Firmen auf dem Markt, um das schnell abzuarbeiten. Und wenn wir sie denn gefunden haben, dauert es entweder länger oder es wird deutlich teurer. Und dieses Problem in den Griff zu kriegen, haben wir den IMD, unsere städtische Immobilientochter, neu aufgestellt. Unter einer neuen Führung jetzt, glaube ich, auch werden wir ihn Stück für Stück wieder so leistungsfähig machen, wie wir das brauchen. Wir haben eine eigene Schulbaugesellschaft gegründet, weil gerade das Thema Schulrenovierung oder Schulneubau wird in den nächsten Jahren für uns deutlich wichtiger. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Fördermittel vom Bund, Stichwort Digitalisierung, bei uns auch abgearbeitet werden können. Wir sind beim Thema Breitbandversorgung von Schulen ziemlich weit. Wir werden bis zum Ende des Jahres, denke ich, mit allen weiterführenden Schulen durch sein. Und dann gehen wir an die restlichen Schulen ran, eins nach dem anderen, und gehen an die Ausleuchtung in den Schulgebäuden ran und an die technische Ausstattung der Schulen. Da ist in den letzten Jahrzehnten tatsächlich viel zu wenig passiert, aber ich glaube, in den letzten Jahren haben wir da nachgeholt und da bleiben wir auch dran. Und gerade die Corona-Pandemie wird ja gezeigt haben, wo es da noch Nachholbedarf gibt im Bereich Digitalisierung und digitale Ausstattung von Schulen, hat man das ja in der letzten Zeit sehr gut gemerkt. Darf ich da direkt einsteigen? Ja, natürlich. Das ist ein wunderbares Beispiel. Jetzt stellt die Bundesregierung fest, wir machen Homeschooling. Da brauchen viele Schülerinnen und Schüler, die das eben nicht von zu Hause kennen, iPads oder vergleichbare Tablets. Also geben Sie Fördermillionen, Fördermilliarden in die Kommunen und sagen, hier, Kommunen, kauft iPads oder entsprechende Tablets. Jetzt kommt die Stadt Duisburg auf den Markt und sagt, ich hätte gerne x-tausend Tablets. Das macht aber jede andere Stadt drumherum auch und der Markt gibt so viele Tablets gar nicht her. Und jetzt verzögert sich das ganz natürlich, ist ein ganz natürlicher Prozess, es verzögert sich und alle sind zu Recht sauer, weil sie sagen, ich wollte vor Wochen schon, irgendwie habe ich es im Radio gehört, ich sollte ein iPad kriegen oder ein Tablet, ich wollte dieses Ding, damit ich zu Hause arbeiten kann, ich kriege es nicht. Das ist etwas, was wir nicht so ohne weiteres auflösen können, aber die gute Nachricht ist, wir sind da dran und wir werden jeden Fördercent, den wir aus Berlin bekommen, auch umsetzen, damit unsere Schüler, genauso wie unsere Lehrer, auch entsprechend ausgestattet sind, weil Bildung extrem wichtig ist für eine gute Zukunft der Stadt Duisburg. Wo Sie gerade von Zukunft und Bildung sprechen. Bildung ist auch extrem wichtig, damit nicht so viele junge Menschen hier in Duisburg auf der Straße leben. Und das ist laut den Jugendlichen immer noch ein Problem. Als Beispiel wäre da der Kantpark zu nennen, wo man auf dem ja gerade neu sanierten Spielplatz immer noch Spritzen findet von Heroinabhängigen. Und konkrete Forderungen der Jugendlichen sind da zum Beispiel mehr öffentliche Toiletten, Waschräume, Rückzugsräume oder auch kontrollierte Konsumräume für Drogenabhängige. Und was auch ganz wichtig ist für Obdachlose auf der Straße, sind ja Streetworker. Die Jugendlichen fordern halt auch mehr Streetworker
in Duisburg. Könnten Sie sich das denn in Zukunft für Duisburg vorstellen? Mehr also kontrollierte Konsumräume und mehr Streetworker? Also zum einen, glaube ich, muss man jede dieser Forderungen finanziell hinterlegen. Es kostet jeder Streetworker, jeder Drückerraum, jede öffentliche Toilette zunächst mal Geld. Da ist in den letzten Jahren viel passiert. Wir haben Streetworker eingestellt. In der Innenstadt arbeiten mittlerweile eine Menge Streetworker. Und in Hamburg bauen wir das gerade auf. Wir haben das kombiniert mit restriktiven Verschärfungen. Also wir gehen auch mit dem städtischen Außendienst schärfer vor. Und da, wo wir Sanktionen oder da, wo wir Verstöße gegen entsprechende Vorgaben feststellen, verhängen wir Sanktionen. Beides zusammen wird nur funktionieren. Und wenn man da mehr will, dann muss man auch sagen, wie man das finanzieren kann. Da ist aus meiner Sicht schon mal das erste Problem, weil wir als Stadt Duisburg eine Menge Anforderungen haben, jetzt in dem Fall eben vom Drückerraum bis zum öffentlichen WC, aber eben das Geld nicht für alle diese Anforderungen reicht und wir uns entscheiden müssen, was machen wir? Und wenn wir das eine machen, was machen wir stattdessen nicht? Ich bin aus inhaltlichen Gründen aber auch unsicher, ob zum Beispiel ein Drückerraum eine gute Entscheidung an der Stelle ist oder nicht. Da bin ich zu wenig Fachpolitiker, zu wenig Fachmann, um das abschließend beurteilen zu können. Ich habe den Eindruck, dass unsere Strategie auf der einen Seite mit einem Streetworker-Einsatz die Menschen abzuholen, ihnen konkrete Hilfe anzubieten und auf der anderen Seite zu sagen, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann werden wir euch auch entsprechend sanktionieren, dass diese Strategie die richtigere ist. Und deswegen haben wir sie in den letzten Jahren umgesetzt. Und wir bieten auch stationäre Hilfe, gerade für zum Beispiel Alkoholabhängige in der Innenstadt an. Das ist mir wichtig, also so eine Doppelstrategie. Ob da beispielsweise so ein Drückerraum oder Ähnliches uns helfen würde, ich bin da skeptisch, aber wie gesagt auch zu wenig Fachmann. Können Sie jetzt nochmal zum Ende die wichtigsten Punkte für Duisburg, die in der Zukunft gemacht werden, kurz zusammenfassen? Ja, also erstmal ist mir wichtig, völlig unabhängig von politischen Mehrheiten, dass wir es ernst nehmen, nicht nur junge Leute, ganz bewusst nicht nur junge Leute, stärker für kommunalpolitische Themen zu interessieren. Bei einer Wahlbeteiligung von 40% bei der Kommunalwahl haben wir einen Punkt erreicht, der uns wirklich alle als Demokraten beschäftigen muss. Das ist eine Aufgabe, die haben wir alle vor der Brust. Wie kriegen wir das hin, das, was wir im Rathaus in Anführungszeichen besprechen und beschließen, stärker mit den Menschen in Duisburg zu kommunizieren, in beide Richtungen? Wir wollen die Stadt Duisburg weiterhin zu einer Stadt machen, die finanzielle und auch kommunalpolitische Handlungsfähigkeit zurückkriegt. Das heißt, die Entschuldungspolitik der letzten Jahre muss fortgesetzt werden, damit wir wieder vor Ort mehr gestalten können. Damit wir entscheiden können, bauen wir ein Jugendzentrum, sanieren wir eine Straße, bauen wir einen Fahrradweg. Was machen wir hier vor Ort? Das ist der zweite wichtige Punkt. Der dritte ist, wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viel Geld von woanders, aus Berlin, aus Brüssel, aus Düsseldorf, auch hier nach Duisburg kommt, sprich Fördermittel akquiriert werden, damit wir unsere Stadt auf den neuesten Stand bringen können, damit Schulen saniert werden können, gut ausgestattet sein können, damit Straßen saniert werden können. Das ist ein wichtiges Thema. Ich möchte, dass wir gerade was das Thema Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze angeht, dass wir da deutlich zulegen. Wir haben die letzten Jahre deutlich mehr Ausbildungsplätze in unserer Stadt, deutlich mehr Arbeitsplätze in unserer Stadt gehabt. Das muss sich fortsetzen, damit junge Leute, aber auch Ältere hier eine Perspektive für sich erkennen und hier bleiben, auch dann gegebenenfalls später als Steuerzahler. Und dafür müssen wir denen ein lebenswertes Umfeld schaffen. Und das geht über Umwelt- und Klimaschutzprogramme. Ich habe gerade mal so ein paar Beispiele genannt, bis hin zu Kultur- und Freizeitangebote. Das muss in Duisburg in den nächsten Jahren weiterhin oben auf der Agenda stehen. Und nebenbei, darüber haben wir bislang noch nicht gesprochen, brauchen wir auch eine gute Beziehung zu unserer Universität. Da setze ich sehr stark auf Wedau Süd und Wedau Nord, damit die Universität als wichtiger Teil unserer Stadt wachsen kann. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass Duisburg eine sehr gute Zukunft hat, auch für junge Leute. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Interview. Danke auch an den BDKJ für die gesamte Aktion und die Organisation und auch danke an Radio Duisburg für die großartige Unterstützung.
Wenn du jetzt zwischen 15 und 18 Jahren alt bist und mal Lust hast zu lernen, wie denn Radio überhaupt funktioniert, dann kannst du die Radio Duisburg Jugendredaktion bei uns bei Facebook und Instagram finden. Und noch einmal vielen Dank an Herr Link. Wiedersehen. Ich danke euch. Danke Ihnen.